unterbrechen unser Programm für einige wichtige Meldungen. Und jetzt das Neueste über unseren Lieblingszwerg aus Vault 101. Er ist unser Schutzengel, unser Protektor. Seien wir ihm also dankbar. Ohren auf. Hier ein paar fantastische Neuigkeiten für Megaton. Der scharfen Atombombe im Stadtzentrum wurde ein für allemal der Saft abgedreht. Der Sheriff, ein gewisser Lucas Sims, gab dem unvergleichlichen Abkömmling von Vault 101 den Auftrag, die böse Bombe zu entschärfen. Gesagt, getan. Hey, gute Arbeit, 101. Wenn du das nächste Mal in der Gegend bist, schau im Studio vorbei. Ich hätte nämlich einen Toaster zu reparieren. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sagen euch die Wahrheit, auch wenn sie wehtut. Und jetzt etwas Musik. Wir danken Ihnen für alles, was Sie für uns und für das Ödland getan haben. Wir haben zusammengelegt, damit wir uns gebührend bei Ihnen bedanken können. Jeder hat dafür so viel abgegeben, wie er konnte. Bitte nehmen Sie es als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Das bedeutet mir in der Tat sehr viel. Ich danke Ihnen. Jeder von uns wird Mutter und Vater für eine Trillion Zivilisationen sein. Jeder von uns wird den Glanz des Atoms kennenlernen. Ich bitte euch, meine Freunde. Jedes Teilchen
und bringe diesem verrotteten Fleische Erlösung. Meine Güte. Na klar doch. Schnell und... Nicht. Beschenke deinen unwürdigen Diener mit deiner Anwesenheit. Wir bleiben dir treu bis zum Tag der Stunde. Was darf's denn sein? Das ist ja... Die Anlage hat wieder vollen Druck. Sie haben offenbar alle Lecks ausgebessert. Danke. Ich danke Ihnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie wieder reißen. Und dann ist vielleicht niemand hier, um Sie zu reparieren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bekommen von mir Kronkorken für jedes Stück Alteisen, das Sie mir bringen. Altmetall gibt's genug. Es liegt im ganzen Ödland verstreut. Mit einem kontinuierlichen Nachschub an Altmetall kann ich die Anlage und die Rohre instand halten. Was meinen Sie? Hervorragend! Diese Teile werden die Anlage und die Wasserversorgung der Stadt in Gang halten. Kommen Sie gleich zu mir, wenn Sie wieder Teile finden. Zum Teufel ist dort los? Eine Revolution? Schulferien? Hat jemand einen fahren lassen? Ihr könnt mit mir um die Wette raten, Leute. Wer ist da? Aha. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sagen euch wenn sie wehtut. Es ist wieder Zeit für eine wichtige Durchsage von allgemeinem Interesse. Füttert keine Jaoguai.
Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Und jetzt etwas Musik. Morning, a missionary of a tiger neon sign. He tell the native population that civilization is dying. And three eggs holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see. So bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. No, 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 no. Bingo, bango, bongle, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear. That no matter how they coax him, I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed. Magazine? What happens? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay many coconuts to see. What do they see, Danny? Uncivilized pictures that the newsreel takes of me. So, bongo, 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 he don't wanna leave the Congo. No, 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 no. Bingo, bango, bongo, he's so happy in the jungle he refused to go. Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They hurry like savages to get aboard an iron train. The Fringalingo Hula Humble Express. And though it's smoky and it's crowded, they're too civilized to complain. When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do they do, Danny? They swim and they fish, but that's what I do all year round. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no jailhouse, shotgun, fish hooks, golf club, I got my spears. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They have things like the autumn bomb, so I think I'll stay where I am. Civilization, I'll stay right here. I'm tickled pink that things are rosy and skies are blue once again. Let the bygones go bye-bye. No more will I sigh or cry. I'm tickled pink, the moon is yellow, and I'm your fellow tonight. Soon we'll read that red letter day, when I will stop the question and say okay. Say then we'll be married in the month of May. Möchten Sie meine Mutter zu etwas hinzufügen? I'm tickled pink that things are rosy and skies are blue once again. Let the bygones go bye-bye. No more will I cry or cry. I'm tickled pink, the moon is yellow, and I'm your fellow. And you say, oh.
Stählernen Bruderschaft führen den guten Kampf fort. Sie haben die Patrouillen in den Ruinen von DC verstärkt, nachdem dort immer mehr von unseren Lieblingsfreaks, den Supermutanten, gesichtet wurden. Ich gehe jede Wette ein, dass ohne unsere Freunde von der Bruderschaft das ganze Ödland der Hauptstadt schon längst überrannt worden wäre. Wenn ihr also einen Ritter oder Paladin trefft, der seinen Kopf für euch hinhält, dann sagt lieb Danke. Oder besser noch, schenkt ihm Munition. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Und Galaxy News Radio. Wir sind das radiofreie Söldland und wir senden nur für euch. Und jetzt etwas Musik. Ich habe mit meinen Geräten in der Brutstätte der Königin einige Änderungen entdeckt. Was könnte da nur vorgefallen sein? Oh, fantastisch! Was ist eigentlich passiert? Ich werde mich also sofort an mein tragbares Terminal setzen und die notwendigen Änderungen an der Formel vornehmen. Ich danke Ihnen vielmals für alles. Sie waren ein recht nützlicher Laborassistent. Sie sollten ihn hier wegbringen. Suchen Sie ihm ein Zuhause. Es fällt mir schwer, meine Experimente zu Ende zu führen, wenn er ständig hier herumtollt und unablässig Fragen stellt. Ja? Ich werde jetzt meine Forschungen fortsetzen. Es muss eine Möglichkeit geben, diese Kreaturen auf ihre frühere Größe zu schrumpfen. Bis dahin werde ich in meiner Hütte neben dem Zuhause von Wilkes bleiben, falls Sie mich einmal besuchen möchten. Fantastisch. Welche Injektion möchten Sie denn haben? Soll es die mit der Ameisensicht oder die mit der Ameisenmacht sein? Fantastisch. Ich werde Ihnen also die Ameisenmacht injizieren. Halten Sie bitte still. Thank you.
blöde Monster. Hier